Hallo, mein Name ist Leon Gutzeit. Ich komme aus Dortmund und bin 19 Jahre alt. Ich habe mein freiwilliges soziales Jahr in der Ukraine verbracht, wo ich in einem Zentrum für Menschen mit Behinderung gearbeitet habe und gleichzeitig in einer Kirche, wo ich alte Leute betreut habe. Also ich habe hier eine Mütze mitgebracht, also eine sogenannte Schapka. Und die habe ich geschenkt bekommen, als ich zu Hause eingeladen wurde zum Essen. Und ja, für mich zeigt das halt auch einfach die ukrainische Gastfreundschaft. Also mir hat das Auslandsjahr auf jeden Fall sehr viele persönliche Erfahrungen gebracht, vor allen Dingen. Ich habe mich sehr stark weiterentwickelt, weil wie die meisten anderen Freiwilligen bin ich auch gerade von der Schule gekommen, als ich angefangen habe. Und ich wusste eigentlich überhaupt nicht so wirklich, was es jetzt bedeutet, auf eigenen Füßen zu stehen und irgendwie selbstständig für sich zu sorgen. Und das konnte ich da auf jeden Fall lernen und deswegen hat mich das total bereichert. Man sollte offen sein und sich auch auf andere Sachen einlassen können.